Wir müssen eine der Belagerungsbestien übernehmen. Das dürfte interessant werden. Schüsse auf den Sprengstoff sollten die Bestie erledigen. Schüsse auf den Sprengstoff. Welchen Sprengstoff, verdammt? Ich bin gerade verwirrt. Das ist so eine große Bestie. Nein! Warum fällt er denn jetzt runter? Bist du doof? Ich hab eine Belagerungsbestie. Mal sehen, was dieses Ding kann. Und da kommen sie. Weitere Bestie ist in Reichweite. Zerstöre sie. Klar. Wir sind hier fertig. Wir können die Bestie nicht dem Feind überlassen. Schade, dass wir sie nicht mitnehmen können. Es ist eine fabelhafte Waffe. Wir müssen uns beeilen. Das sollte helfen. Das was? Okay. Cool. Sollte Minas Ithil fallen, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie den Palantir besitzen. Ich hatte an Gondor gedacht. Ich weiß, was hier zu tun ist. Diese Horden sind schier endlos. Saurons Armee ist immens gewachsen. Auf herkömmlichem Weg ist er nicht zu besiegen. Wir müssen den Palantir bergen. Zurückgedrängt. Vorerst. Ein weiterer Angriff wird sicher folgen. Wir sollten in die Oberstadt zurück. Nach Idril und den anderen sehen. Es reicht ihnen nicht, uns zu zerstören. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Wenigstens haben sie nicht den sehenden Stein. Die Tore halten stand. Diese Relikte waren mein Leben. Mein Vater hatte recht.
Wir müssen retten, was wir können, und flüchten. Ihr besitzt eine sehr wertvolle Waffe. Der sehende Stein verleiht euch Wissen über den Feind. Nutzt ihn. Das ist zu gefährlich. Der Palantir vergiftet die Menschen. Niemand widersteht seinem Einfluss. Ich schon. Das dachten schon viele vor dir. Wenn ich mich irre, werde ich scheitern wie sie. Mhm. Aber falls nicht, dann siegen wir. Ich gehe zu meinem Vater und spreche mit ihm. Sie wird dich beim Wort nehmen, Waldläufer. Yay, wieder ein Fähigkeitspunkt. Super. Dann machen wir doch direkt mal einen Fähigkeitspunkt irgendwo rauf. Machen wir mal hier Geistesdinger. Ich glaube, die sind ganz praktisch. Obwohl, du setzt viel Vertrauen in sie. Gib ihr Zeit. Bis dahin sollten wir zu Kankra zurückkehren. Ich brauche Antworten. Du Scheiße. Okay. Ja, will ich. Ich weiß nicht genau, ob ich das will, aber... Echt jetzt? Bekämpft euch echt gegenseitig? Das finde ich ja grundsätzlich ganz gar nicht mal schlecht, aber... Der Tag ist auf der Hut! Ich spreche kein Spanisch. Punkt ist hier noch irgendwo. Was immer der Punkt bedeutet. Wo ist er? Hm?
zeigt mir noch. Ach, da ist er irgendwo. Übelgräber. Okay, jetzt habe ich alles. Steigt wieder, aber wie wird das schnell besser? Gar nicht entscheiden, okay. Schläge einen geheimen Nachbund getan. Wir brauchen mehr Umwelt. Moment! Erstmal den dieses Symbol, glaube ich, war das, ne? Ich bin dein Untergang. Wieso greift dieses Spiel alle Gegner? Ich finde das ja grundsätzlich schlechter.
Verbinder! Dies ist dein Ende! Kannst dich alles blocken! Zerr dir zu Boden! Siehst du so schlecht? Oh. Scheiße! Tja, aufgeräumt. Wer ist denn hier Mr. Weißer Pfeil? Was ist das? Was hat das denn zu bedeuten? Ach, der hat einen Schatz oder so. Ja. Was war das denn, Geräusch? Das war der Wind. Siehst du, der Wind. Dachte ich mir auch gerade. Ich werde lieber in der Schlacht erstochen oder zerhackt. Hast du das gehört? Nö. Das wird ein leichtes! Thank you.
Ja, aber ich will zur nächsten Aufgabe. Aufträge, Entschuldigung. Aufträge. Abgeschlagen. Okay, ja. Wir müssen zu Kankra. Ihre Visionen können uns helfen. Wir brauchen den Ring. König von Gondor forderte den Hexenkönig selbst heraus, im Herzen Angmars. Gerüstet für den Kampf und nicht für Zeremonien, ließ er seine Krone zurück, als er nach Osten in sein Schicksal ritt. Wir hüten sie für den Tag, an dem ein König Gondors zurückkehrt. Doch wir brauchen einen König, der klug genug ist, den Hexenkönig nicht allein herauszufordern. Mhm. Diese Krone ist eines Königs würdig. Oh, aber dein Volk hat seine Könige verstoßen, nicht wahr? Zu spät. Also, kann ich. Kann ich auch so annehmen. Starten! Bevor hier die Hölle losbricht. Ja, gute Nacht, Tivi. Schön, dass du noch zugeguckt hast. Ich werde aber auch nicht mehr so lange machen. Was hat er denn? Das ist ein Problem. Hey, neuer Feind, Oligo, Gottes Willen. Tot. Mächtige von wegen. Zack, tot. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum, warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind.
Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Gollum zeigt schnelleren Weg. Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. Nein, hier drüben. Okay. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Geht's nur mehr so? Oder geben sich diese Orlocks, als wären sie was Besseres? Guck mal, die machen Frühsport. Fast da, heller Herrscher. Wir sind fast da. Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten. Auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum. Weißt du, wo er zu finden ist? Ja, er will, dass wir mitkommen, aber... Ja, ja, ist gut. Aber ich werde den Stream jetzt beenden. Mal sehen, was davon eventuell auf YouTube landet. Ich bin selber gespannt. Mal gucken, wie die Aufnahme da überhaupt geworden ist. Ich stehe hier nur. Halt die Fresse.
Ich sag bis zum nächsten Mal. Wieder tschüss. Und ja, mal sehen, wann ich wieder Zeit habe, weiterzuspielen. Gut, und tschüss.